Und damit geht's schon weiter bei Let's Play Sleeping Dogs. Ich bin so der MC Muffix. Im letzten Part haben wir einige Aufgaben für die Polizei gemacht, aber das ändern wir jetzt, denn jetzt machen wir eine Gangster-Mission, und zwar diese schöne Mission, Amanda. Obwohl, es ist eigentlich keine richtige Gangster-Mission. Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es. Die gute Nachricht ist, dass ich es geschafft habe, mein Gamepad zu konfigurieren. Jetzt kann ich. Ihr seht es. Da. Jetzt stehen hier immer die schönen Tasten für das Xbox Gamepad, auch wenn es ein PS3 Gamepad ist. Egal. Das Schöne und das Schlechte ist, da mir das blöde Magic einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, habe ich bei ganz vielen Parts jetzt schwarze Ränder. Und bei denen, die ich noch hatte, wo ich noch einen Speicherstand hatte, habe ich mir gedacht, da nehme ich lieber nochmal neu auf. Und deswegen sind jetzt die nächsten paar Parts nicht mehr blind. Aber das hat ja für euch eigentlich nicht zu heißen. Wir starten jetzt mit der Mission Amanda. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Well, enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, I speak English. I kind of guessed. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Und der Frauenheld. Okay, dann nehmen wir uns unser cooles Motorbike und zeigen ihr ein paar schöne Sachen aus Hongkong. So what brings you to Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of traveling. You know, figuring out what to do with my life, that sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling... So this is the Bam Bam Club? Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Well... I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chi- Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for... what was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street, always buckle your seatbelt, and only apply makeup at red lights. Don't text and drive, you know, that kind of thing. Words to live by. Wir telefonieren trotzdem. Haben wir? Ach verdammt, wir haben ja niemanden, den wir anrufen können. Okay, dann machen wir jetzt etwas Kung-Fu-Stunde. Isn't this school supposed to be in a temple? Yi. Song. Say. Safer. Can I help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwok. I used to be your student. I'm Wei. Wei Shen. Yes. The one who went to America. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls, very good. Now time to assess your skill level in Kung Fu. Okay, dann zeigen wir ihm mal, was wir so gelernt haben, außer
sexy Frauen zu bekommen. Okay, markieren. Jo. Und dann schlagen. Ah ja, wir sollen in verschiedene Richtungen schlagen. Das heißt, wir sollen zack, zack und zack machen. So. 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 Komm, hau ihn. Und so. Toll. Und die eine... Was macht die da hinten? Time in America has rusted your skills. Von wegen. Schau mal an, was die da hinten macht. Macht den Übungen noch super. Und wir haben hier Leute blutig. Naja. All men must rule sometimes, but not to American bullets. Komm, 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 komm. Zack, zack. Ey, mach sie doch hier fertig, was meckerst du so? Achso, der hat keine Lust mehr. Okay, nur noch der da. Zack, zack, zack. Ich bin der Beste. Der Beste. I try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student, corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. But sometimes you just have to let things go. I should close up. It was good to see you again, Wei. And your lovely fiance. What? Okay, that was fun. What do you want to do now? I need to get home. But I will definitely call you later. Schönes erstes Date. Und ja, wir haben jetzt auch eine neue Aufgabe. Also wir können da zwar immer runtergehen, um ein bisschen zu trainieren. Tang, Truck mit Verkleidung steht vor Popstarhof. Überwachen Sie seinen nächsten Schritt. Ja, irgendwann mal. Aber das viel Wichtigere ist noch, wir können immer die... Was ist denn jetzt mit der Kamera los? Wir können immer Figuren, können wir unserem guten alten Sensei da geben. Und dazu... Und dafür bringt er uns dann immer neue Fähigkeiten frei. Bye. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Bam Bam Club, der so schön in der Nähe ist. Was gibt es da zu tun? Keine Ahnung, aber das werden wir gleich sehen. Wait! Get over here now! What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Ham Gatan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Ja, glücklicherweise gehen wir hin. Ich glaube, wenn Winston eingehen würde, dann hätte Benny wirklich gar nichts mehr zu lachen. Mit anderen Worten, er wäre tot. Und dann fahren wir halt zum Bam Bam Club. Was gibt's denn da? Ich schätze mal viel Bam Bam. Und ich schätze mal, wir müssen auch viel Bam Bam machen. Weil, naja, ich schätze mal, er wird nicht freiwillig zurück zu Winston gehen. Sorry. Türsteher beschwätzen. Kann man den nicht irgendwie ausnocken? Doch noch nicht, okay. Was? Ja, sie haben den Türsteher angegriffen. Ja. Er steht da, keine Reaktion, aber wir haben ihn angegriffen. Klar. Are you gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You wanna tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Die Mission ist jetzt übrigens lustig. Also anfangs zumindest. Aber echt gut, was jetzt dann kommt. Finde ich auch übrigens gut, dieses
Dialogsystem, was sie in Sleeping Dogs haben. Immer wenn, ja, Winston, von Winston Bennis im VIP-Bereich, Statira, Next Temple, ja, so kommt es auch nicht. Das Dialogsystem immer in so wichtigen Momenten muss man immer eine gewisse Taste drücken und dann glauben sie halt, dass man wie hier zum Beispiel für Docker arbeitet. Das muss man zum Beispiel auch machen, wenn man undercover für die Polizei arbeitet. Und dann gehen wir mal in VIP-Bereich. VIPs only. What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Okay, eine animierte Dame reden. Um in den VIP-Club so reinzukommen. Oh, und da sehen wir uns diese Kleine an. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Und jetzt müssen wir echt Karaoke singen und ich sag euch, der beste Karaoke-Sänger. Sing me a song. Okay, für Tiffany in der Karaoke-Maschine singen, ach, das wird schön. Lied wählen, ah, Fought for the Law von The Clash. Starten wir! Gitarrensolo! Jetzt Gitarre anzünden und dann rumschleudern. So wie ein echter Mettler es macht. Alpha the Law und 99%. Boah, beim letzten Mal habe ich nur 98% geschafft. Nicht schlecht. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Oh nein, was singst du jetzt hier? Oh nein, da flüchtig vor dem Lied. Oh mein Gott, jetzt mach ich erstmal mehr nach VIP, denn wir sind ja hier Gangster Sanani. Wir sind eigentlich immer VIP. Bye bye. Und dann reden wir mal mit Benny. Ein ganz freundliches, liebes, nettes Gespräch. Aber davor nehmen wir uns die Statue, denn die können wir dann wieder Fui bringen. Oh, hey, who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny! Yeah? Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Gut, wenn er nicht reden will, dann kriegt er auf die Kloppe. Komm. Oh, das hat wehgetan. Ja, und das wird er, glaube ich, auch noch morgen spüren. Okay, komm. Bei dem machen wir was Lustiges. Ah. Ah.
Da kommen die Fische. Willst du? Was? Komm. So macht man das. Komm, 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 komm. Zack und boah. So, wenn wir doch noch zum Super Jackie Chan. Und der letzte ist auch weg. Nicht schlecht. Danny, get the fuck out here! Danny, I know you're in there! Da, noch Wache. Weg da! Die sind ein wenig stärker als die normalen Heinis. Merkt man. Aber das kann uns egal sein, wenn sie in der Karaoke-Maschine drin sind. Oder wenn sie am Boden liegen. Komm, komm, pack ihn, pack ihn, pack ihn. Hey, was habe ich wohl mit ihm vor? Komm, 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 komm. Tja, du wirst mit den Fischen schwimmen. Wir können den Fisch mitnehmen. Das gefällt mir. Nein, mein Fisch ist weg. Komm, hier liegt da noch ein neuer Fisch, oder? Ach, schade. Okay. Dann holen wir uns jetzt Benny, würde ich sagen. Jetzt kommen wir auf die Scheiben kaputt machen. Kommt. Wow, er hat Messer, er hat Messer, er hat Messer. Okay, der mit dem Messer ist K.O. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ach, verdammt, verdammt. Komm, da ist das Messer. Nimm's doch. Warum nimmt es nicht? Oh, du bist doch so hohl. Ja, dann machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise. Oh, da liegt er am Boden. Keine Sorge. Gleich liegst du ganz woanders. Nämlich in deinen Träumen. Wollen noch ein paar? Wollen noch ein paar? Gerne doch. Es gefällt mir, mich auf dem Boden zu schlägern. Das sieht cool aus. Und. Komm, 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 komm. Oh, der Arm. Ah. Weißt du was? Du lernst jetzt, wie es ist, die Musik in den Ohren zu haben, aber richtig. Und du bist auch noch mein Kleiner. Gerne doch. Was machen wir mit dir jetzt, mein Kleiner? Na schade, ich hab nichts mehr. Müssen wir es halt auf die altmodische Art und Weise machen. Nämlich. So! Ja, so hört sich das, würde ich sagen. Okay, dann sliden wir mal. Komm ich wieder. Ja, so hört sich das. Dann gehen wir in die Toilette um. Sagen Benny die Meinung. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, sehe ich da ein paar Pissoirs? Sehe ich da ein paar Pissoirs? Ja. Und die Kamera wurde gerade vom Spiel so merkwürdig hingetan. Nicht von mir. Der darf jetzt ins Klo gehen. Was? Wollte er sonst ins Klo gehen? Ah, hallo, nimm ihn dir, nimm ihn dir, nimm ihn dir, ja. In die Toilette. Okay, ich sehe den gar nicht. Da ist er. Oh, 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 oh. Das scheint mir ein härterer Heini zu sein. Aber natürlich auch keine Herausforderung für uns. Benny! Relax, Benny. I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Ja, lief doch ganz gut.
Leider nicht alle Triadenpunkte zusammenbekommen, aber 3 Kopferfahrungspunkte. Wohoho. Und sogar noch das Level abgeschafft. Und jetzt können wir Karaoke-Songs singen. Ja, sehr schön. Ihr tut mir echt leid. Okay, was können wir machen? Überraschungswechsel. Visieren Sie den Gegner an, um hinter ihn zu gelangen. Ja, das machen wir. Und Raymond, es ist soweit. In der einer Stunde an der vereinbarten Stelle. Jetzt kommt ein Gespräch mit Raymond, unserem Kontaktmann bei der Polizei. You're late. Conroy's still watching me. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wei. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you! I do my job just fine! Well, that's for me to decide! You mean Pendrew? Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wei, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Ja, Raymond und Wei werden nicht mehr die besten Freunde. Ich glaube, das sieht man. Aber solange er immer noch ein Polizist innerlich bleibt, ist ja alles okay. Gut, natürlich mal wieder hier schön verschlafen. Wecker klingelt. Und ja, im nächsten Part machen wir dann weiter Sanali. Oder was haben wir noch? Wir können ja auch mal was für die Polizei machen. Hier machen wir mal wieder was für die Polizei. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.